Wir haben mittlerweile viele türkische Moslems in Deutschland. Und das Problem ist, dass in der Türkei jetzt mit Erdogan ein Ministerpräsident an der Macht ist, der die früher einmal demokratisch und laizistisch geprägte Türkei von Atatürk jetzt in eine islamische Diktatur umwandelt. Könnt ihr alle beobachten, da sind 60.000 Häftlinge, politische Häftlinge im Knast, die übelst behandelt werden. Es wurden zigtausende Journalisten verhaftet, Justizbeamte, 25.000 Polizisten entlassen. Ja, die Gefängnisse sind voll, ja, in der Türkei. Und dieser Erdogan, der saß schon mal 10 Monate im Gefängnis in der Türkei. Wissen Sie das? Der hat nämlich gesagt, die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufspringen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Damit hat er dokumentiert, dass der Islam ein militärischer Glaube ist. Ja? Moscheen, Kasernen. Ja? Und das führen sie auch aus. In deutschen DITIB-Moscheen werden Kinder in Militäruniformen gesteckt und die marschieren dort für den Islam, für die Türkei und simulieren dann sogar auch noch den Märtyrertod, liegen auf dem Boden und werden in türkische Fahnen gehüllt. Das ist in Moscheen in Ulm, in Mönchengladbach, in vielen, vielen Moscheen in Deutschland passiert. Ja? Militärischer Drill von Kindern. Und die DITIB macht jedes Jahr eine Reise zu Erdogan und in dem offiziellen Reiseführer steht: Wir besuchen unseren obersten Heerführer. Unseren obersten Heerführer, Erdogan. Ja? Und ein DITIB-Jugendfunktionär hat im Februar 2017 auf Facebook gesagt: Mein Führer, gib uns den Befehl und wir zerschlagen Deutschland. So, und jetzt sehen Sie mal die Verbindung: Nazi-Islam-Pakt, ja? Verehrung für Hitler und diese militärische Doktrin im Islam bei der DITIB. So, Sie wollen was sagen? Ich halte das Mikrofon. Ich wollte fragen, es mag ja vieles von dem, was Sie erwähnen, ist tatsächlich schwerwiegend, aber wir haben ja in unserem Land nun mal mehrere Millionen Muslime, die wir auch nicht zum Christentum oder zum Atheismus bekehren werden. Wie stellen Sie sich denn einen vernünftigen Dialog, den dieser junge Mann da eben plädierte, der nur leider stimmlich total unterging, weil er gegen Ihre laute Stimme mit Mikrofon verstärkt anreden musste, was Sie leider keine gute Form des Dialoges finden sollen. Schon die Möglichkeit des Dialoges, indem Sie denjenigen, die es den Mut haben, den Mut aufzumachen gegen eine solche Darbietung, dass Sie denen auch stimmlich, also mit Mikrofonmäßig, eine Chance geben. Sonst ist das alles nur Propaganda. Also, ich habe doch mehrfach gesagt heute, kommt her, er kann hierher kommen, hier ist das Mikrofon. Ich habe gesagt, jeder kann kommen und kann was sagen. So, jetzt sage ich Ihnen Antwort auf Ihre Frage. Also, ich habe es vorhin mehrfach gesagt, unsere Aufklärung richtet sich nicht gegen Moslems. Es richtet sich gegen die gefährlichen Bestandteile des Islams, und zwar den politischen Islam. Wir laden alle Moslems hier ein, die wirklich guten Willen sind, die Demokratie lieben, die die Scharia ablehnen als Gegenentwurf zu unserem Grundgesetz, die auch der Meinung sind, Frauen und Männer sind gleichwertig, alle Menschen sind gleichwertig, dass sie mitmachen, dass der politische Islam verboten wird. Und dann müssen eben, ja genau, den politischen Islam verbieten. Das ist die zentrale Forderung, die ihr stellt und die auch von immer mehr politischen Parteien, auch sogar der CSU, mittlerweile erhoben wird. Und wir sind dafür, dass wir das auch in den Städten in Deutschland das auch diskutieren. Deswegen kann auch jeder herkommen und es diskutieren. Das heißt, jeder Moslem kann da mitmachen, kann zu seinem Imam gehen und sagen, so, wir wollen jetzt also den politischen Islam verbieten. Das heißt, dass alle gefährlichen Bestandteile des Korans nicht mehr gültig sind, dass keine Hasspredigten mehr in deutschen Moscheen erfolgen, dass keine Radikalen mehr in den islamischen Organisationen sind und ihre Botschaften verbreiten, dass wir auf dem Kopftuch Abstand nehmen und so weiter und so fort. Ja? Und auch diese ganzen Sonderregeln, dass muslimische Mädchen nicht im Schwimmunterricht teilnehmen, nicht im Sportunterricht, nicht zu Ausflügen mitkommen, das muss alles gestrichen werden. Es darf keine Sonderregeln für den Islam. Wenn ein Muslim, der 20, 30 Jahre lang in diesen Ländern in einer bestimmten Weise infiltriert worden ist, als Gegnerschaft gegenüber Israel, Westen und so weiter, nach Deutschland flieht, weil er dort verfolgt wird,
dann hat er keinen Schalter im Kopf, der ihn von einem Tag auf den anderen zu einem lupenreinen Demokraten macht, der Israel plötzlich gut findet und so weiter, sondern der ist in dieser gesamten Ideologie hier. Und welche Möglichkeiten bieten wir hier als ein demokratisches Land, in dem wir alle diese Rechte haben, diesen Menschen von dieser Ideologie langsam gesundet zu werden, würde ich mal sagen, also langsam in ein Fahrwasser zu kommen, was wir Demokratie nennen. Richtig, ganz wichtiger Punkt, da müssten Schulungsprogramme stattfinden, da müssten diese Leute, sobald sie über die Grenze kommen, aber auch nur die, die wirklich hier Anspruch haben auf einen Asyl- oder Flüchtlingsstatus, weil es kommen ja verdammt viele rein, die unberechtigt hier also da müssen wir uns mal klar unterscheiden, also die berechtigt sind, ja, und da müsste es intensive Schulungsprogramme geben, weil das hat sogar der Konstantin Schreiber, der ist Moderator bei den Tagesthemen, war für NTV, Auslandskorrespondent, der kann Arabisch, der hat festgestellt, in den islamischen Ländern werden Schüler indoktriniert mit dem Hass auf Juden, Hass auf Israel, das haben die mit der Mutter mit aufgesogen, das ist in jeder Phase ihres Körpers, auch der Hass auf die Andersgläubigen, das sind nämlich Christen gleich mit dabei. Denn der Hass auf Juden ist nicht alleine. Es ist eigentlich der Hass auf alle Andersgläubigen. Christen sind da genauso mit dabei. Können wir ihnen gleich die entsprechenden Befehle aus dem Koran auch zeigen. Und das muss aus dem Kopf raus. Da müsste es intensive Schulungsprogramme geben. Es müsste eine Entislamifizierung in den Köpfen geben. Und zwar vom radikalen politischen Islam. Unabdingbar. Aber das wird bei uns nicht angepackt. Dem wird höchstens gesagt, also ihr müsst jetzt da, ihr dürft den Frauen begrapschen oder ihr dürft das oder jenes, ja, aber es wird nicht an die Wurzeln der Ideologie rangegangen. Wir müssen an die Wurzeln der Ideologie ran. Und ein Land, was es ganz intensiv macht, was man natürlich jetzt nicht in einem demokratischen Land machen kann, das ist China. Wisst ihr, was in China los ist? Die hatten dort Terroranschläge von Uiguren in der Provinz Xinjiang. Da gibt es nämlich Moslems, nicht wenige, die wollen da ihren eigenen islamischen Staat. Sie haben gerade genickt, gell? Kennen Sie das Problem? China? Was, Sie haben gerade genickt? Ja. Kennen Sie das Problem China, Uiguren? Ja. Ja, kennen Sie, ne? Ja. Sind Sie zufällig da aus der Gegend? Nein. Nicht, aber Sie kennen das Problem, ja? Also, ich erzähle es kurz. Die wollten da ihren eigenen islamischen Staat. Und überall, wo Moslems sich zahlenmäßig vergrößern, wollen sie diesen islamischen Staat auch mit Terror dann erzwingen. Das haben wir also in den Philippinen, in den christlichen Philippinen im Süden, das haben wir im buddhistischen Thailand im Süden, überall, wo der Islam sich ausweitet, auch in China. Und die Chinesen, die machen da ruckzuck Schluss mit sowas. Die haben nämlich jetzt als radikale Gegenmaßnahmen den Koran als extremistisches Buch verboten, die haben das Schächten verboten, die haben das Kopftuch verboten und die haben 1 Million Moslems in Umerziehungslager gesteckt. Und jetzt die Antwort auf Ihre Frage, werter Herr, falls Sie zuhören, ihr hört dazu, ja, das sind diese Umerziehungslager, das sind diese Schulungsprogramme, denen wird nämlich ihre islamische Ideologie aus dem Kopf rausgepimst, ja, und das chinesische Staatsverständnis gelehrt. Das sind relativ radikale Maßnahmen, kann man sich momentan bei uns nicht vorstellen, aber Freunde, wenn bei uns mal der Terror am Fließband am Laufen ist und wenn das die Politik erkennt, dass der politische Islam eine existenzielle Gefahr ist, dann werden wir solche Maßnahmen möglicherweise auch von einer Regierung in Deutschland dann veranlasst sehen. Was Sie gerne unterschrieben haben, was in China passiert, finde ich gut. Und hast du noch Rammstein-Karten bekommen? Ja. 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 Ja, meine Freundin und ihre Schwester. Nein. Also, Leute, ihr müsst es schön auseinanderhalten. Wir haben jetzt beschrieben, was in China abläuft. Wir sind natürlich nicht für den chinesischen diktatorischen Unterdrückungsstaat. Weil da werden übrigens auch andere unterdrückt. Da werden auch Chinesen und Buddhisten und auch Regimekritiker unterdrückt. Das halten wir natürlich nicht für richtig. Wir haben nur beschrieben, was die gegen den radikalen politischen Islam machen. Nur als Beispiel, ja, weil er ja auch nach diesen Schulungsprogrammen gefragt hat. Und das ist, was die Chinesen machen, ist im Prinzip eine intensivierte Schulungsmaßnahme. Ja? Natürlich noch unter anderen Vorzeichen. Ja? Das stimmt da drüben.
Das ist eine Warnung vor dem Kommunismus. Das zeigt nämlich auf, dass im Kommunismus, dass da Diktatoren waren, die menschenverachtend waren, die die Tötung von Andersdenkenden befohlen haben. Hier stehen entschiedene Gegner. Die Uiguren haben Terror ausgeübt und haben sich gegen den chinesischen Staat aufgelehnt, wollten einen islamischen Scharia-Staat errichten. Das sind radikale Bestrebungen, die manche, ja gut, aber einer von denen hat Rechte.